Hallöchen und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit der wundervollen Inga Marie Ramke, die ihr hier unten findet. Ja, ich bin aber nicht allein. Ich habe auch noch den Kollegen dabei. Hi, ich bin Dilan. Hi, Dilan. Und ich mach. Oh, André. Hi. Du siehst gut aus. Danke. Du aber auch. Du bist aber. Ja, ich war auch abtauchen letztens. Der hat die ganze Zeit die Badewanne blockiert, weil Jules, die heute nicht da ist, die hat nämlich am, ich glaube, es war am Mittwoch oder am Donnerstag, eine Live-Session gemacht. Und das wollte er aus der Badewanne aus anschauen, weil Julia hat ja ein Buch geschrieben. Und ja, das muss am Donnerstag gewesen sein. Ja, da war er abtauchen. Ich habe nur zugeguckt. Das war sehr gut. Das gab es damals auf YouTube. Aber ich glaube, man kann das mittlerweile gar nicht mehr angucken oder anschauen. Das war im Rahmen dieses Ocean Summits. Und Jules ist heute nicht da, aber wir können uns schon freuen. Die ist beim nächsten Mal da. Und wir haben auch schon den nächsten Termin festgelegt. Deswegen seht ihr den auf unserer Seite. Im Moment sieht man den noch nicht. Okay, ja, dann sieht man den später. Aber ich kann es ja schon mal so sagen, wir reden über das Buch von Frau Dr. Schnetzer am 9.5., das ist auch ein Sonntag, und zwar genau der in 2 Wochen, aber dann später, nämlich ab 20 Uhr. Und wahrscheinlich hat Dilan ziemlich viele Fragen. Der hat ja YouTube geguckt, weil er nicht lesen kann. Danke, André, fürs Reintippen von dem ganzen Kram. Sehr, sehr gut. Wir haben ein paar Sachen für euch vorbereitet. Also nicht nur so ein Dugong, der ganz wild da drauf ist, eigentlich rumzuknutschen, was nur virtuell momentan funktioniert. Ja, das ist so traurig eigentlich. Ja, ja, ich hab auch wieder Bock, dass wir das, oder was heißt Bock? Ja, schon ewig, aber es wird hoffentlich bald mal wieder möglich sein, dass wir eine Plötzlich-Wissen-Tour machen, dass wir tatsächlich mal draußen rumlaufen und wieder mit Menschen direkt sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ich mich auch. Das wird richtig gut. Aber bis dahin machen wir einfach online weiter. Und das ist auch ganz interessant, weil ich finde das total super, dass wir so einen regelmäßigen Termin quasi haben. Also regelmäßig im Sinne von, wir sehen uns öfter, als wären wir auf Tour. Ja, das stimmt. Das ist ganz schön. Es gibt so eine schöne Stabilität in diesen ungewohnten Zeiten. Und ich weiß jetzt schon, was ich am 9.5. um 20 Uhr mache. Das hätte ich sonst vielleicht nicht so einfach gewusst. Ja. Nämlich mit Julia über ihr Buch sprechen. Aber Das wird sehr, sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe das Buch leider noch nicht in Händen gehalten, aber das möchte Julia demnächst ändern. Ich freue mich ja, schon es drauf. Ja, sie wird es ändern, sobald sie ein Belegexemplar für dich hat. Ich habe das Gott sei Dank schon vorher abgegriffen, als Journalistenexemplar. Du Fuchs. Ja, ich dachte, wenn schon, denn schon. Ja, deswegen liegt es hier und ich bereite mich intensiv auf ein interessantes Gespräch vor. Ich weiß, es wird witzig und ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja. Ja. Ja, genau. Also schreibt euch schon mal in den Kalender und Guerilla schiebt, wie sagte schon, 16 Uhr ist ein bisschen früh für dich. Dann Sonntag in 2 Wochen, 20 Uhr über Julias Buch. Und ich sage auch nochmal Hallo, Guerilla schiebt, dann DO1JLR, Horsti, habe ich schon gesehen. Ja, Hallöchen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist auch noch Duffman 1985-1, also oder 19.851 oder auch 19851, man weiß es nicht. Und Einfach Uwe ist auch da. Ich lese immer einfach und weg, aber diese 42, ich weiß nicht, wie man da jetzt ein G draus machen kann. Keine Ahnung, mein Gehirn. Und Liatani ist auch da. Sehr, sehr cool. Vielleicht ist auch irgendjemand da, weil ich glaube, Julia hat extrem viele Pressetermine dieser Woche wahrgenommen und hat eventuell ein paar Leute hierher gelotst. Also hallo unbekannte Menschen da draußen. Wir reden über Meere und Ozeane und sind eigentlich 3 Wissenschaftler, heute aber nur 2. Das macht nichts. Ich zeige das mal gerade hier in unserem schönen Overlay, das Pingu gebastelt hat. Also eigentlich sind wir zu dritt
Mit Julia, die heute nicht da ist, weil sie ein tolles Buch geschrieben hat und mal Pause braucht. Aber dafür ist der nächste Stream alles über ihr Buch. Ja, dafür werde ich noch ganz viel lesen. Sie hat es geschrieben, sie muss das nicht mehr lesen. Ja, und wir haben aber andere Sachen heute vorbereitet. André, willst du verraten, was du vorbereitet hast? Ja, total gerne. Ich hab mich mit Entsalzungsanlagen beschäftigt, weil Julia hat das angeregt im letzten Stream. Sie wurde in einigen Interviews gefragt, warum gibt es nicht mehr Entsalzungsanlagen? Warum wird nicht mehr Süßwasser quasi durch Entsalzungsanlagen hergestellt? Und ist eine total spannende Frage. Erstmal, um das schon zu spoilern direkt, es Nicht gibt spoilern. total viele Entsalzungsanlagen und die Zahl der Entsalzungsanlagen hat sich in den letzten 20 Jahren verzehnfacht. Also, es gibt sehr, sehr viele Ja. Entsalzungsanlagen, aber Okay. der Teufel liegt im Detail und wir werden uns da mit ein bisschen mit Wirtschaftlichkeit, mit der Physik dahinter und welche technischen Verfahren es gibt, beschäftigen und ob es da vielleicht Probleme gibt. Und danach bist du dann der Telefonjoker für Julia, falls sie noch einmal irgendetwas zu Entsalzungsanlagen gefragt wird. Entschuldigen Sie, ich muss mal ganz kurz. Genau. Oder Ja. vielleicht, ich habe jetzt so viel darüber gelesen und ich habe noch so viele Tabs dazu offen. Mal gucken, wenn ich die Zeit finde, dann mache ich bestimmt auch nochmal einen Haha. Artikel auf Plötzlich Wissen Ja, darüber. das ist sehr gut. Das denke ich jedes Mal, wenn ich Ja. irgendwas recherchiert habe. Und macht's dann in nur ganz wenigen Fällen, zum Beispiel, weil ihr den Mondfisch gedisst habt. Aber bei Seegurken, also ich habe Seegurken heute vorbereitet, und zwar nicht im lukullischen Sinne, sondern nur virtuell und gelesen, weil man kann die leider auch in echt zubereiten, im Vorbereiten und Zubereiten, im Rezeptsinne. Moment, Ja. Seegurken werden gegessen. Richtig, auch. Ja, das ist ziemlich fies. Seegurken sind ja so Tiere, die sind eng verwandt mit Seestern und Seeigeln. Das kann man ja quasi schon ableiten, weil da See immer am Anfang ist. Was natürlich nicht. Nein, See, Nein. also Moment. Seegurken sind verwandt mit Seeigeln und Seestern. Seesternen. Richtig. Und Stern, die haben Igel, Gurke. Gurke, Stern, Igel, Gurke. Ja, was haben die zusammen miteinander zu tun? Wenn See davor steht, sind sie verwandt. Okay. Ja. Okay, das war vielleicht so ein Brainer. Sorry. Ich mach mal eine Seegurke an. Nee, welche Mach mal eine Seegurke? Seegurke an. Das hier. Nein! Das ist das. Okay, das ist gut, das ist gut. Ja, das ist eine sehr schöne Seegurke. Ich habe mir auch, das ist eine Art, ich müsste jetzt selber scheiße, ich habe mir noch nicht gemerkt, wie die heißt. Weil Holoturia tubulosa, die haben ja alle ganz crazy Namen. Und ich weiß gerade nicht, wie die auf Deutsch heißt. Ich weiß nur, wie sie heißt, weil wir das da gerade aufgemacht haben. André, kannst du mal gucken, wie die in echt heißt? Also wie sie auf Deutsch heißt. Holoturia tabulosa. Weil was man hier sehen kann, ja, Kann das ich gerade steht da nicht nicht, von das da muss. aus. Ah, dann kann ich, warte mal, ich mache mal eine kleine Kurzrecherche. Ich habe das natürlich irgendwo hier, ich habe wieder so 12 Seiten aufgeschrieben. Aber ja, vielleicht will ja irgendjemand wissen, wie die heißt. Vielleicht kann es auch kurz jemand anders noch nachschlagen. Wir sind ja hier im Dialog. Das ist ja, unser Format ist ja der Dialog. Und Horsti fragt schon, was ist mit grünen Meerkatzen? Ich muss mal grüne Meerkatzen Ist ein nach. Affe. Achso, ja gut. Nein, Affen. Aber es ist ja auch Seeaffen. eine Meerkatze und nicht eine See. Ja. Ja, also nein, mit denen hat das nichts zu tun, aber da seht ihr ein Exemplar von einer Seegurke. Und eine Seegurke ist natürlich so benannt, weil die ähnlich aussieht wie eine Gurke, aber eine Gurke bestehend aus so weichem, ledrigem Zeug. Und vorne, das ist auch in diesem Fall bei A, ist der Anfang, A wie Anfang,
Maulöffnung sozusagen mit Tentakeln in diesem Fall. Und B ist der Anus. Da kommt das Futter wieder raus, was die sich vorne reingeschaufelt hat. Und die leben meistens auf dem Ozeanboden und gehören, wenn man in die Tiefsee geht, sind sie die häufigsten Vertreter, die man da findet. 90% der Viecher in der Tiefsee sind Seegurken. Es gibt auch Herden von Seegurken. Eine Gurkenherde. Achtung, hier ist Eine keine Gurkenherde. Gurkenherde. Ja, was ich interessant finde, an diesen Tentakeln, das sind eigentlich ungebildete Füße. Bei C seht ihr die Füße. Man kann eigentlich nicht so gut sagen, wo oben und unten ist. Eigentlich liegen die immer auf der Seite, diese Viecher. Es gibt nicht so richtig oben und Okay. unten, weil die sind komplett befußt, aber die Füße sehen an unterschiedlichen Stellen der Seegurke unterschiedlich aus. Und dann nochmal je nach Art. Und je nachdem, was die fressen. Wenn die da vorne so tentakelartige, am Maul so tentakelartige Füße, weil es sind ja de facto Füße, ungebildete Füße, Also haben, da also sie am Maul hat fressen, es auch Füße. ja, die heißen da Tentakeln, Okay. genau. Die ist quasi voller Füße. Und die frisst quasi also mit den Füßen, mit den ungebildeten Füßen und schaufelt sich Sediment rein, kleine Algenstücke, Reste. Das ist so eine Art Staubsauger, sind die Unterwasserstaubsauger. So, die arbeiten so wie Regenwürmer, aber sie haben sich damit dabei meistens nicht eingebuddelt, sondern grasen den Boden ab, so ähnlich wie ein Dugong, aber mit kleinerem Material, nicht mit Seegras. Obwohl man die in Seegraswiesen auch findet. Und es gibt natürlich verschiedene Mundtentakeln. Es gibt welche, die aussehen wie Federn, weil die fächeln sich dann so Zeug aus dem Wasser ins Maul und haben dann ganz viel Wasser und kleine Teilchen, die sie fressen können. Und hinten kommt dann besseres Sediment wieder raus. Also gereinigtes Wasser-Sand-Gemisch. Also, sie fressen dann alle Bakterien und organischen Verbindungen auf, oder wie? Richtig, man hat in Kanada, testen die gerade im großen Stil, ob man Seegurken nicht auf Fischfarmen einsetzen kann, weil So, die quasi als Fische, Müllabfuhr. richtig, ja, also so eine Seegurkenherde unter den Lachsschwärmen macht da sauber. Das ist so ein Gedanke, den die haben, aber man weiß noch nicht, ob die sich die beiden gut vertragen, also die Seegurken und die Lachse zum Beispiel, also in großen Mengen, wenn die in großen Mengen auf Ja, klar. Farmen zusammengehalten werden. Denn es gibt tatsächlich Seegurkenfarmen. Die werden krass gehandelt, die Seegurken. Wofür? Also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie sowas, weil die sind ja groß, oder? Also wie groß wird Kommt drauf sowas? an. Also das ist Es jetzt nicht gibt. ein Produkt, was du für die Aquaristik züchtest, damit du das Leuten gibst, damit die Scheiben sauber geputzt werden. Dafür gibt es ja diese Putzerfische. Ja, und so Krabben und so. Stimmt. Und es gibt aber auch so Reinigungsschnecken, die man sich kaufen kann in der Aquaristik, Stimmt, glaube ich. ja. Aber allein Salzwasser-Aquarium zu haben, ist ja total Ach aufwendig. ja, scheiße, Salzwasser ist ja Seegurke. Okay. Ja, es ist ein Salzwassertier. Du wolltest wissen, warum die gezüchtet werden in Ja, großen genau. Mengen? Weil die eine Delikatesse auf dem asiatischen Markt sind. Also Markt im Sinne von in ganz Südostasien sind seit Jahrhunderten Seegurken der heiße Shit. Seegurken. Und Okay. Seegurken, ja. Ja, da gibt es Rezepte für. Du kannst im Internet dir Seegurken-Zubereitungsrezepte. Ich habe dir eins geschickt, glaube ich. Das war so ein Rezepte-Ding, ja, genau. Das ist alte Henne-Suppe mit Seegurke. Da sieht man die alte Henne in hell und die Seegurke in dunkel. Und dann steht da, was man braucht. So. Okay, drei, Du brauchst sechs sechs. Seegurken, eine alte Henne, Ja. drei grüne Zwiebeln. Ja. Das ist, ja. Und rote Datteln. Und Ein dann gibt's Löffel Hühnchen? Was denn ein Löffel Hühnchen? Ich weiß es nicht. Ich fand es nur eindrücklich, weil es auch so mit Fotos
funktioniert. Guck da oben, hast du, siehst du das da in dem Bild? Da ja. Das ist die Das sieht doch ein bisschen Seegurke. aus wie The Day of the Tentacle, oder? Ja. Okay, und die Ja. Seegurken sind da drin. Ja, Okay. und da siehst du Wie? schon die Größe. Also es gibt unterschiedlich große Seegurken. Die kleinste ist 3 Millimeter und die größte ist um die 3 Meter. Und ich habe dir auch einen Link geschickt zu der größten. Horsi, wir machen eine Diätsendung hier. Das ist eine wissenschaftliche Diätsendung, bei der du dich eingeloggt hast. Das wollten wir nur nicht gleich am Anfang so sagen. Längste Seegurke. Längste Seegurke, genau, die längste Seegurke. Die ist extrem lang. Wo? Nee, das ist es nicht. Weiter links vom. Ja, die Königsseegurke ist das, glaube ich. Mach mal an. Nein, das ist A. Das ist eine Seegurke. Ich weiß, warum die da ist. Die Königsseegurke, die ich dir geschickt habe, ist die Seegurke, die sich katalanische Küchenchefs ausgedacht haben, weil, also eigentlich ist der Hauptmarkt für Seegurken Asien. In Asien werden die schon ewig gegessen, aber nicht alle Arten. Aha. Und die Königsseegurke, diese mediterrane Seegurke, die man dort sieht, die ja fast aussieht wie ein gebratenes Hähnchen mit knuspriger Haut. Die Königsseegurke, die wird in der katalanischen Küche mittlerweile verwendet, das Muskelfleisch. Während die Asiaten gerne die Haut essen, essen die Katalanen das Muskelfleisch. Okay, dann sag mir doch, weißt du, wie Seegurke schmeckt? Hast du schon mal Seegurke gegessen? Nee, ich habe zwar in Asien gelebt, aber ich habe zumindest nicht wissentlich Seegurke gegessen. Und Seegurke ist auch extrem teuer, weil der Bedarf an Seegurke immer größer wird, auch aus medizinischem Interesse. Also es wird an Seegurken geforscht für die Medizin, aber es gibt bis jetzt, also Stand des Buches, das ich gelesen habe, das war 2015, 2016, da gab es noch kein zugelassenes Medikament, aber in der traditionellen chinesischen Medizin, was ist nicht in der traditionellen chinesischen Medizin als Medikament? Man weiß es nicht, glaube ich. Man kann fast alles da irgendwo finden, aber Seegurken werden verwendet, wenn du so Gelenkprobleme hast oder so. Und werden als wärmend, da gibt es ja, ich kenne mich bei der traditionellen chinesischen Medizin halt zero aus, aber Ja, das ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Hier, ich habe die ja. längste gefunden, definitiv hier. Super. Ah ja, danke. Die ist sehr, sehr lang. Bis zu 3 oder um die 3 Meter. Okay, aber dann doch, also dann doch auch schlank. Also jetzt nicht, die können auch Ja. langgezogener sein. Ja, die können auch langgezogener sein. Aber die durchschnittliche Seegurke ist so um die 30 Zentimeter. Okay. Ja. So, und die und ansonsten eiern die halt irgendwie durch. Also weißt du, woher der Name Gurke überhaupt kommt? Ja, weil die so aussehen wie Gurken. Also nicht alle Arten, aber Die meisten. viele Arten sehen. Aber es gibt auch wunderschön bunte, leuchtende Seegurken. Und die sind sehr, ich finde sogar, es gibt echt sexy Seegurken da draußen. Die sind bunt und dann haben sie diese Tentakelfederpuscheln Okay. am Mund. Und ja, die leben teilweise in Symbiose mit Fischen. Weil die sind so eine Art Safe Space für Eingeweidefische, also nicht alle Arten, aber es gibt Arten, da schwimmt der Fisch in den Anus der Seegurke hinten Ja. rein und wohnt da. Weil das ist safe. Also Seegurken Also sind okay, ja. sicher. Da ist es sicher, weil niemand Ja. würde einer Seegurke den Arsch abbeißen, oder? Seltener. Also es gibt Seegurken-Verteidigungsmechanismen, die es nicht so angenehm machen, sich mit einer Seegurke anzulegen. Also einige Arten sind giftig, aber nicht alle. Einige Arten können Klebefäden aus ihren inneren Organen abstoßen am Anus und dann hat man so weiße, klebrige Fäden, die teilweise dann, wenn es eine giftige Sorte ist, auch noch giftig sind. Okay. Das willst du nicht. Da willst Ja. dich nicht.
mit den Anlegen Okay, sie können eigentlich. ja wahrscheinlich dann auch wegen ihrer Gurkenform und das, was du eben schon, können sie jetzt nicht super schnell wegschwimmen, also haben sie diese passiven, also nicht die aktiven Fluchtmechanismen, sondern sowas. Kommt auf die Art drauf an, aber genauso, ja, tendenziell eher passiv. Es gibt auch welche, die schwimmen können. Es gibt etwa 1000 verschiedene Arten in 6 Okay. Klassen. Krass. Ja. Ja. Die leben alle im Salzwasser. Okay, kommen wir zurück Und auf den Fisch, der im Anus. Seegurkenanus wohnt. Ja, der wohnt da sehr gut, weil er da sehr sicher ist. Und es gibt also nicht nur Fische, die da wohnen, es gibt auch Krabben und Krebsarten, die, also dann bei unterschiedlichen Arten sind es unterschiedliche Symbiosen. Und es gibt eine Seegurkenart, die das uncool findet und die hat deswegen Zähne am Arsch. Und das ist das, was du eben schon gezeigt hast. Das wollte ich nicht gleich am Anfang bringen. Ich glaube, das war weiterhin. Darauf wollte ich hinaus. Das hier. Ja, richtig. Die Analzähne, die man da so klein weiß sieht in der Mitte des Dunkel, also am Rand des dunklen Loches. In der Mitte des Bildes ist ein dunkles Loch, das ist der Anus. Okay, und das Weiße da Und drin sind die sind diese, Analzähne. die verhindern sollen, dass da ein Fisch reinschwimmt und sich das da gemütlich macht. Richtig. Okay, Ja. damit kann sie zubeißen. Und im Chat kommt gerade von Litani die Frage, hat die Seegurke auch was davon, wenn bei ihr im Anus jemand lebt? Nee, aber sie hat da auch keine Probleme von. Also sie hat jetzt nichts Positives. Es tut ihr nicht weh normalerweise, außer wenn man jetzt so eine Art ist, die da keinen Bock drauf hat. Ich habe da jetzt keine negativen Seegurkenberichte drüber gefunden. Ich muss aber auch gestehen, dass meine Recherche sich auf den heutigen Tag und einen weiteren Tag vor ein paar Tagen beschränkt. Das heißt, es ist nicht unmöglich, dass ich da was übersehen habe. Man kann sich in die Seegurkenthematik unendlich einarbeiten, vor allem weil es gibt Seegurkenfachmänner. Es gibt einen Seegurkenfachmann in Nordost oder in Australien. Wenn man den fragen würde, der könnte da ganz, ganz, ganz viele tolle, interessante Sachen zu sagen, die Da bin ich fest mir von jetzt, überzeugt. ja, Seegurken sind unterschätzt. Seegurken können Dreck wegräumen in Fischfarmen, wenn man das besser nachvollziehen kann, wie die gut zusammenleben mit den Fischen, dann hätten wir ein Problem weniger, weil es gibt ja, wie ihr wisst, ganz schön viele Fischfarmen. Seegurken werden auch selber, Seegurken sind sehr genügsam, die meisten, weil die ja sich nicht so viel bewegen. Seegurken machen sauber. Seegurken haben übrigens die Atmung auch am Po. Die haben die haben viel mit Po. Also es ist so, Ja. ich glaube, Herr Freud hätte seinen Spaß, anale Phase. Seegurken sind vielleicht immer in einer analen Okay, Phase vorhanden. was hat die Atmung mit ihrem Anus zu Enddarm zu tun. tun? Ja, die haben eine, warte mal, ich muss mal gucken, wie man das, es ist eine sogenannte Wasserlunge. Die haben eine Ausstülpung des Enddarms, um den Sauerstoffanteil aus dem Wasser filtern zu können. Wie das genau funktioniert, don't ask me. Aber ja, die atmen mit dem Arsch. Die Okay. fressen mit den Füßen und atmen mit dem Arsch. Und manche So. haben sogar am Arsch Zähne. Manche haben, ja, Die fressen mit den richtig. Füßen finde ich auch wirklich sehr schön und meistens liegen sie auf der Seite. Ja, also meistens liegen sie, es gibt halt nicht so richtig gut oben und unten. Bei einigen Arten kannst du es gar nicht fest, die haben keine Augen. Es gibt einige wenige Arten. Es gibt ganz wenig. Was? Das ist so. Ja, ist okay. Ich Oh, mache mir muss ich dann. Notizen, um das gleich zusammenzufassen. Das wird ja immer besser. Okay. Wehe, du disst jetzt die Seegurken, dann muss ich dich. Nein, alles Gut. gut. Okay. Habe ich ein bisschen Angst um die Seegurken gekriegt. Es gibt einige Arten, die haben so. Also Quallen haben ja offiziell auch keine Augen, aber es gibt so einen Fachausdruck, den ich natürlich irgendwo in meinen Notizen aufgeschrieben habe, wie das heißt, dieses Augending.
Und finde es natürlich genauso schnell nicht. Aber später, wenn ich dann richtig viel Zeit habe, während du was erzählst, werde ich das herausfinden, wie das nochmal hieß. Und die haben dann so auf ihren Tentakeln am äußersten Rand so eine Art Augenpunkt. So wie, da können die dann so hell und dunkel vielleicht mit feststellen, so wie Quallen halt auch, Quallen ohne Augen. Ja. Ah ja, hier, Statozyste heißt das Fachwort. Statozyste. Ja. Und genau, keine Augen. Sie haben auch kein Hirn, sie haben Nervengewebe. aber sie können auch, also sie haben auch so verstärktes Nervengewebe. André, mach dieses Hundebild da weg. Das ist fies. Das ist richtig fies. Ich möchte bitte diesen Hund nicht sehen. Das ist das Gemeinste, was André immer wieder einarbeitet, in wenn wir uns online treffen. Nein, das war ein Versehen. Das ist kein Versehen, André. Ich kann es bei dieser Häufigkeit nicht glauben, dass das ein Versehen war. Du wolltest mich ablenken von den Seegurken. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Und jetzt muss ich mal kurz fragen, seht ihr uns noch? Bild hängt. Ja, genau. Aber ihr hört den Ton noch. Man weiß es nicht. Ich frage mal im Chat. Ja, ja, Hossi sagt, ja, man hört uns noch. Das ist gut. Ja, so, jetzt müsste es wieder gehen. Okay, cool. Kurzer Schockmoment. Das, ja. Also, ich fasse zusammen. Frisst mit den Füßen, atmet mit dem Po, hat auch ab und zu Tiere im Anus, hat auch Zähne in einigen Arten Zähne am Arsch. Mhm. Hat an einigen Arten Augenpunkte am Ende ihrer Füße, weil wir wissen, dass die Mundtentakeln ungebildete Füße sind. Also Augen an den Füßen. Augenpunkte an den Füßen. Kein Gehirn, aber Nervengewebe. Wenn man das Nervengewebe abschneidet, also das, von dem man dachte, dass es vielleicht so eine Alternative zum Gehirn ist. Wenn man das wegschneidet, dann macht das der Seegurke auch nicht so viele aus. Okay, die lebt dann einfach weiter. Man kann Seegurken, ich weiß nicht, wer es ausprobiert hat, ich habe es nicht ausprobiert, zerschneiden. Das ist so wie bei Seesternen, das kennst du auch. Ne? Wenn du einen Seesternenarm abschneidest, dann wächst er langsam wieder nach. Wenn du eine Seegurke zerteilst, dann hast du zwei Seegurken. Die wachsen halt auch nach. Du kannst quasi Seegurken-Multiplikation betreiben durch Durchschneiden. Auch wenn die ihre... Okay. Ja. Und dann sind das... Also es nicht nur ein Teil wächst wieder, sondern beide Teile wachsen wieder. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber dass man sie drei teilen kann, so maximal. Wobei es gibt ja auch sehr, sehr kleine, ein paar Millimeter große. Wenn du die dann zerschneidest, dann hast du ja wirklich nichts mehr davon. Aber ja, dann leben die alle weiter. Also quasi kann man aus einem Mittelteil wieder eine Seegurke mit vorne und hinten machen. Also die macht es selber, das macht man nicht. Nicht okay, der Mensch, ja, macht die Seegurke. Ja, und Unterscheidung von Seegurkenarten funktioniert am einfachsten über die Tentakel. Die Tentakel, die vorne, diese ungebildeten Füße, also am Mundende, Maulende. Und es gibt was Interessantes, es gibt so Skelettrudimente. Die haben kein richtiges Skelett in sich drin, die haben so... Muskulatur, die sich, um sich fortzubewegen, und die Tentakelfüßchen. Ich glaube, dafür hast du mir auch ein Bild geschickt. Ja, genau, da habe ich dir, ja, richtig, das ist es. An diesen kleinen Skelettrudimenten kann man die Arten auch bestimmen, weil die unterschiedlich je nach Art sind. Die sind irgendwie unter der Haut. Ich habe das nicht so richtig begriffen, weil ich habe an irgendeinem Paper gelesen, dass es Seegurken gibt. Wenn du die anfasst, dann klebst du an denen fest. So. Und dann stand da, du klebst halt fest, weil diese Skelettpartikel so nah an der Oberfläche sind, dass du das wie so Reibepapier ist, als würdest du so eine Haihaut haben, die sehr, sehr porös ist, und dann hängst du da irgendwie dran. Also habe ich mir das vorgestellt, ob das wirklich so ist. Ich habe noch nie eine Seegurke angefasst. Gehe auch nicht davon aus, dass es bei allen Seegurken so ist, aber zumindest bei einer Art klebst du mit deiner Haut fest, aber nicht, weil es klebt, sondern weil du in diesen mini kleinen
Skelettpartikeln hängst dann, wenn du die anfasst. Wahrscheinlich in diesen Ankern. Steht Ja, da, steht jetzt leider. hier, ob das ein Foto ist oder wie groß die sind? Das wäre ja mal interessant. Ist jetzt Ja, leider nö. kein Maßstab dabei. Ich guck mal gerade. Ich habe auch noch irgendwo ein Paper hier, wo noch andere Fotos drin sind. Da kann ich noch mal gucken, ob da ein Maßstab dabei ist. Das könnte ja jemand auch noch besser gemacht haben. Aber das kann ich auch gleich raussuchen. Ich habe wundervolle Paper gelesen. Ja, auf jeden Fall haben die also kein richtiges Skelett, also keine Augen, kein Skelett, naja. Und stattdessen diese kleinen Knochen Ja. unter der Haut. Ja. Diese Kalkplättchen aus der Haut einer Seegurke, also diese Plättchen, die wir hier sehen, die sitzen in der Haut, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so habe ich es auch verstanden, aber. Ja, also sie sind nicht irgendwie, weil erst dachte ich so, weil die Seegurke ja so artig, das könnte ja halt wie eine Gurkenscheibe sein, dass das so drin sitzt, aber ist anscheinend nicht, sondern diese Dinger sitzen außen in der Haut tatsächlich drin. Ja, also vielleicht nicht bei allen Seegurken, aber bei einigen mindestens. Ja. Die gibt es übrigens auch in der Nordsee, die Seegurken. Also heimische Seegurken, dem steht nichts im Wege. Man kann mal Seegurken anschauen. Ja, und man kann also an der Nordsee dann auch schön sich eine leckere Seegurkensuppe kochen. Es sind nicht alle Arten so richtig lecker, glaube ich. Ja, Also es gibt okay. ja auch die, die giftig sind. Ja. Naja, was ich witzig fand, es gibt unterschiedliche Arten der Fortpflanzung. Abgesehen vom Und Durchschneiden. abgesehen vom Durchschneiden, das ist ja auch keine Fortpflanzung, das ist ja eine Ja. Multiplikation, genetisch gleichen. Nee, aber André, also wenn eine Seegurke so auf dem Meeresgrund immer rumläuft und sich dann irgendwann fortpflanzen möchte und ich dir sage, dass die meisten Seegurken Gonaden, also Geschlechtsteile haben, also die sind, es gibt Männchen und Weibchen bei den meisten, es gibt aber auch Hermaphroditen, aber die meisten sind eben entweder Männchen oder auch Weibchen Okay. und die müssen. Viele von denen sammeln sich an einer Stelle in einer Bucht zum Beispiel, und wollen dann ihre Spermien und ihre Eier zusammenbringen. Glaubst du, dass die einfach so liegen bleiben? Wie mein Arm gerade als Seegurkenanimation? Ich vermute das nicht. Ich mach dich mal groß, damit du es demonstrieren kannst. Nee, sie richten sich auf. Ja. Sie richten sich auf. Ein Teil, also ich sag mal, der Teil hier müsste eigentlich kleiner sein, das geht mir jetzt rein. Von Ja. meinem Körper hier nicht. Aber der Vorderteil, oder also der eine Teil, ja, das ist der vordere Teil, der geht auf, geht hoch. Und dann entstoßen sie ihre Spermien und Eier ab. Und deswegen werden die auch Cazzo di Mare genannt von den Italienern. Also Meerpenis. Ah. Okay, also und Befruchtung passiert dann außerhalb des Körpers und im Wasser und daraus bilden sich dann Eier oder? Also nee, die Eier werden schon reingegeben und die werden dann Ja, befruchtet genau, befruchtet, und ja. die fallen dann Ja. irgendwo hin und dann schlüpfen neue Seegurken. Ja, die werden sind planktonisch. Ah. Also es ist bei einigen Arten ist es auch anders. Ich habe das ganz am Ende noch gelesen in meiner schönen Recherche. Es gibt auch welche, die nicht Sperma und Eier abgeben und dann so diesen Penis-Move machen. Also die Weibchen und die Männchen natürlich. Es gibt auch intern, also Seegurken, die sich intern befruchten lassen. Und es kann sein, dass es die Hermaphroditen sind, also die sich auch selbst befruchten könnten. Und die bei der Geburt reißt dann bei denen, die packen ihre befruchteten Eier in der Hauttasche und dann reißt bei der Geburt die Haut auf in der Nähe des Anus und dann geht die kleine Seegurke da raus. Das Seegurken.
Okay. Embryo. Ich habe dir Embryo-Bilder mitgebracht von der Okay. japanischen Seegurke. Ja, gucken wir mal. Das ist bildlich, nee, das sind die Tentakel des Mundes, das ist der Zähne am Po. Ja, da. Das sind die drei Stadien eines Seegurken-Embryos, die unterschiedlich lang. Ich habe mir es nicht gemerkt, in welchem Stadium wie lang sind, muss ich zugeben, aber unterschiedlich lang. Da hat mal jemand geforscht. Das, ja. Ich glaube, ja, guck mal, wenn du weiter nach oben scrollst, da ist das in minutiös aufgelistet, bei 20 bis 21 Grad, wie lange die für was brauchen. 20 bis 30 Minuten bei 20 bis 21 Grad für die erste First Polar Body. Ja, erster polarisierter Körper, 20 bis 30 Minuten, Second Polar, keine Ahnung, was das heißt. Ja. First Cleavage, Teilung, Second, oder? ja, nee. Cleavage, aber Cleavage ist nicht Cleavage Dekolleté. Ist das nicht Dekolleté? Ja. Und was noch? Second Cleavage, Third Cleavage. Ich guck's nach. Cleavage Theory. Spaltung. Okay. Ja. Okay, Pantukula ist dann dieser letzte, die letzte Phase. Dann Doliolaria ist diese, die 10 Tage braucht. Und A ist Auricularia. Early Auricularia hat man nach 25 Stunden. Ja, das ist dann die Zellte. Genau, am Anfang ist die Zellteilung. Das macht Ja. doch auch Sinn. Erste Zellteilung, zweite, dritte und dann werden die irgendwann so, dass sie so aussehen. Nee, das wird nicht Zellteilung heißen. Zellen Nein. teilen sich ja ständig. Also Ja, das wird also. irgendwas wird das mit der zugrunde liegenden Struktur zu tun haben. Gut. Aber so sehen auf jeden Fall die Embryonen aus. Okay. Ja. Und hier hattest du Oh. uns nochmal die Füße, mit denen sie essen, gezeigt. Richtig, sind umgewandelte Füße. Ihr seht da diese Tentakelfüße im Mundbereich. Also je nachdem, was die frisst. Es gibt welche, die fressen sich einfach durch den Sand und filtern da das Zeug raus, was im Sand drin ist. Es gibt auch welche, die aus dem Wasser rausfiltern. Diese Filtrierer, die haben natürlich so federartige Tentakeln mehr, weil das einfacher ist. Die müssen sich ja irgendwas Wasser zufächeln. Ja. Haben sehr unterschiedliche Mundformen sozusagen. Und die funktionieren alle hydraulisch. Die haben so eine Muskulatur in den. Ja. Ja, okay. Es wird immer besser. Sind echte Kein. Spezialisten. Ja. Ja, die hydraulische Muskel, also durch die Muskelbewegungen können die Wasser rein oder raus aus den Tentakeln und Füßchen packen und dadurch die Bewegung erzeugen. Ja, bewegen Sie sich denn nennenswert? Fragt Horsti. Wäre auch meine Frage gewesen. Naja, es sind jetzt nicht die Sprinter unter den Meerestieren. Also das kommt auf die Art drauf an. Das, was ihr eben gesehen habt, das Bläuliche, was André eben durchgeklickt hatte, das ist er mir ein bisschen, nein, nicht vorgegriffen. Nein, das sind die Po-Zähne. Ja, das da. Das ist eine Seegurke, die auf etwa 1000 Meter Tiefe gefunden worden ist. Die schwimmt, um sich fortzubewegen. Und die ist auch dabei nicht so wirklich langsam. Die flattert, man kann die auch mit so einer Qualle verwechseln oder einem kleinen Oktopus, wenn man keine Ahnung von Seegurken hat. Es gibt von der Noah, aber das ist nicht gemeinfrei gewesen, deswegen habe ich das jetzt nicht reingepackt hier irgendwo. Gibt es Videos, wie die auf 1500 Meter Tiefe dieses Tierchen da filmen auf einer ihrer Forschungsreisen und sich total freuen über die schwimmende Seegurke. Aber ich glaube, es gibt keine
Also ich habe es nicht gefunden, wie schnell die sind. Also was die für Strecken jetzt so jeden Tag machen, wenn es sich um die am Boden sich fortbewegenden Seegurken handelt. Aber, ha, dazu fällt mir noch was ein. Es Ja. gibt eine Seegurkenart, die haben die 1969 aus der Tiefsee rausgefischt. Da gab es vier Mini-Seegurken, die waren 7 mm lang, 2,5 Millimeter breit und die pappten an einem Tiefseeanglerfisch. Okay. Die haben so Hitch-a-Ride-mäßig. Da müssen Also die nur. pappten die da nur dran oder waren die dann auch irgendwie symbiotisch Ja, die miteinander waren so, verbunden? ja, genau. Naja, weiß nicht, ob das jetzt wirklich mega symbiotisch für den Fisch war, aber es war auf jeden Fall, also die haben nicht die Haut vom Fisch zum Beispiel zerstört, sondern die haben sich daran festgeklebt. Ja. Also es ist auch so, dass diese Tentakeln, die die haben und auch die Füßchen, mit denen kleben die sich auch irgendwo fest, aber die kleben auch richtig. Also physikalischer Klebeprozess und nicht ansaugen. Man könnte ja meinen, dass die einfach die Form verändern und sich so ansaugen irgendwie, so wie so ein Oktopus. Nee, die kleben. Die haben Klebstoff. Und die vier hatten sich einfach an so einem Tiefseeanglerfisch festgeklebt und Okay. sind dann mit dem durch die Gegend gedüst, bis Also er gefangen nicht wurde. die meisten bewegen sich nicht primär, aber wenn sie so Anhalter spielen, dann können sie sich schon ordentlich bewegen. Dann, ja, wenn der Tiefseeanglerfisch ein guter Schwimmer ist, dann sind die auch schnell. Und die schwimmenden Seegurken sind jetzt auch nicht die langsam. Also das kann man sich so ein bisschen wie so eine Qualle vorstellen. Und wenn die eine gute Strömung erwischen, sind die bestimmt auch schneller. Aber die, die auf dem Meeresgrund rumgrasen, sind nicht so schnell. Ja, Ja, genau. warum? Die müssen ja auch Die nicht würden schnell jetzt sein, keine. weil der Meeresgrund setzt sich ja ewig fort und die müssen dann müssen keine Die haben Sprinter sein. Zeit. Ja, die haben Nee. Zeit. Ja. Ich habe Fun Facts. Mehr Fun Facts. Ja, aber das ist ein bisschen so intellektuelle Fun Facts. Edgar Allan Poe, kennst du? Ja, Das war ein mit dem Schriftsteller. Raben, nimmermehr. Ja, genau. Der hat einen einzigen Roman geschrieben. 1838 ist ein alter Roman, der ist 2008 das letzte Mal neu übersetzt worden. Die Erzählungen des Arthur Gordon Pym aus Nantucket heißt das. Da geht es um so einen Typen, der am Meer wohnt. Das ist teils wohl autobiografisch. Da schreibt er auch ein Kapitel über Seegurken. Also Edgar Allan Poe hat sich schon mit Seegurken auseinandergesetzt. Die Japaner machen krasse Haikus mit. Es gibt ein eigenes Seegurken-Haiku-Genre. Also, Okay, Seegurkengedichte. ja, ich schreibe mir das auch auf. Eigenes. Haiku-Genre, Ja. Seegurken-Haiku. Und ich weiß nicht, ob du Erik Satie kennst. Das ist ein Komponist, ein französischer. Ich muss gestehen, nicht. Macht nichts. Aber das kann man sich auf YouTube anhören. Der hat sehr schöne Sachen gemacht. Unter anderem 1913 eine Komposition für Klavier. Das war so ein bisschen Verballhornung von bekannten damaligen Klavierthemen und was er. Der hat auch so als Barpianist war es nicht, aber der hat so Unterhaltungsmusik auch zum Geldverdienen zwischendurch gespielt. Und da hat er ein paar Themen rausgenommen und was Eigenes komponiert und er hat einen Zyklus, der heißt, auf Französisch ist es noch schön, das heißt Embryon desséché. Das kann man ja so als klangvoll empfinden, heißt aber auf Deutsch vertrocknete Embryos. Und der erste Satz geht über die Seegurke. Okay. Ja. Ja. Ja, gut, das. Für Musikliebhaber. Ja. Willst du wissen, wie teuer Seegurken so sein können? Ja, bitte. Du hast mir ja auch so Links geschickt, wo man was bestellen kann. Ja, willst du Seegurken bestellen, gehst du auf Amazon. Wobei ich das nicht empfehlen kann. Also ja, das ist die amerikanische Amazon. Auf der deutschen habe ich nichts gefunden. Aber Okay, da hier haben siehst du das. wir Wild Alaska Red Seegurke, Ja. getrocknete Meeresgurke in Box, halbes Kilo pro Box, $219. Ja, das ist noch relativ, weiß ich nicht, günstig.
Keine Ahnung. Die Alaska-Seegurken sind besonders groß und werden gern gehandelt. Die sind größer als andere Seegurken und wohl ganz gut zu verarbeiten. Es gibt eine krasse Überfischung von Seegurken. Japan hat deswegen als erste eine Aquakultur entwickelt. Ja, so sehen die aus, die Seegurken. Sind früher in den asiatischen Ländern nur zu ganz besonderen Anlässen zubereitet worden, weil die ja nicht so einfach zu finden sind. Du musst danach tauchen. Ja. Ja, und es gibt die so einige Sorten, so 3.500 € pro Kilo. Also die teureren, ne? Ist jetzt nicht so ein Schnäppchen, so eine Okay. Seegurke. Ist auch ganz gut, wenn die teuer sind, weil je teurer, desto weniger Leute können sich das leisten. Was es natürlich aber auch wieder attraktiv war, naja, VWL. Schwierig, Ja. ja. Ja, die sind ganz krass von der Überfischung betroffen, weil der Markt irgendwie explodiert ist in den letzten 15, 20 Jahren. Und dadurch, ja, weniger Seegurken da sind. Also die haben, ich glaube, ich habe so ein Paper gesehen, zwischen 2011 und 2016 ist der Preis um 17% gestiegen, weil es wird dann halt immer weniger und dann wird schwieriger, die zu fischen und dann werden sie teurer. Und sie sind wichtig für unser Ökosystem. Also es ist nicht cool, die so in großen Mengen aus dem Meer zu holen. Aber die Japaner kultivieren sie jetzt quasi, Die weil. Japaner, ja, weil die, also sie haben als erste so eine krasse Überfischung gehabt, dass sie sich mit der Erforschung von Aquakultur zum Thema Seegurken befasst haben. Ja, die essen da auch mehr frische Seegurken als Sashimi. Wobei die Hauptländer, in denen Seegurke konsumiert wird, sind China, Hongkong und Taiwan. Und der Haupthandel läuft über Hongkong. Also wenn du im Seegurkenhandel aktiv bist, dann bist du Kommst du um auch in Hongkong nicht mit, drumherum? kommst du um, genau, kommst du um Hongkong nicht drumrum. Nee. Ja, man kann da noch total viel tiefer in die Fischerei-Thematik reingehen. So viel Zeit hatte ich jetzt nicht. Dementsprechend kann ich dazu gar nichts sagen. Ich weiß, dass in Indonesien Seegurkencracker sehr beliebt sind. Also es gibt ja in den verschiedenen Ländern verschiedene Vorlieben, wie was gegessen wird. Ja. Wir Westeuropäer sind ja jetzt nicht so die Seegurkenfanatiker. Oder? War mir total neu, dass man Seegurken isst. Deswegen. Ja. Und aus gesundheitlichen Gründen, wenn du zum traditionellen chinesischen Medizin gehst, dann könnte dir Seegurke verschrieben werden, wenn du so Arthritis oder sowas oder irgendwie Gelenkschwierigkeiten hast oder so. Oder das haben Okay, die ja. so für sich herausgefunden, dass sie denken, dass das hilft. So, der Konsum von Seegurkenpulver zum Beispiel. Ja, ich habe hier eben auch eine Pillenpackung Wellness-Sachen, gesehen. ne? Ja, es gibt auch Seegurken, die haben ja viel Kollagen. Deswegen werden die auch in Cremes verarbeitet mittlerweile. Ich glaube, der Westler, der ist eher geneigt, eine Seegurkencreme aufzutragen, als eine Seegurke zu essen. Okay. Ich gucke mal gerade nach Seegurkencreme, weil mich das jetzt interessiert. Wie nenne ich das jetzt mal? Ja. Seegurkenhautpflege? Nein. Wahrscheinlich musst du es auf Englisch machen. Sea Cucumber und dann vielleicht Derma Sternchen oder so. Nee, hab Dann, schon ja. hier. Ah ja, Power na dann. Aktiv. Power Aktivcreme. Verwöhnpflege für Haut, Muskeln und Gelenke. Die natürliche Pflege für Haut, Muskeln und Gelenke mit Siebenfacheffekt. Toll. Einfach toll. Da ist Grünlippmuschelextrakt drin, dann Wintergrünöl. Da ist gar keine Seegurke drin. Warum bin ich darauf gekommen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil da irgendwas mit Gurke drin ist. Vielleicht. Schon mal Aber war nicht auf Seegurke. der Seite von, nicht auf der Amazon-Seite auch irgendwo was mit
Ja, auf der zweiten irgendwie. Ja. Ja, egal. Ja. Okay, viel Naja. Kollagen. Ja, das sehe Ja. ich ein, warum das dann verarbeitet wird, ja. Ja, und ich glaube, ich sag mal so zum Finale, ich habe nämlich jetzt gar nicht mehr so viel aufgeschrieben. Das, was ich interessant finde noch, ist rein kulturell, weil die Chinesen und Asiaten ja so heiß auf Seegurken und den Handel über China gewesen sind, haben sich die Chinesen zum Beispiel im 17. Jahrhundert einen Krieg mit Sri Lanka geliefert, weil die Seegurkenbestände vor Sri Lanka so attraktiv waren. Und dann sind die dahin und haben gesagt, so hier, wir fischen das jetzt hier ab. Und die Leute von Sri Lanka haben sich gedacht, was geht hier? Was macht ihr hier? So. Und ja, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass die da irgendwie einen Krieg anzetteln wegen Seegurken. Okay, ja. Ja, Fürchtnik schreibt, sind Seegurken so lecker oder hat der Verzehr andere Gründe? Nee, Seegurken haben gar keinen Geschmack, glaube ich. Also soweit ich das gehört habe. Ich habe auch gelesen, dass die Asiaten nicht wegen des Geschmacks die Seegurke attraktiv finden, sondern wegen des Gefühls im Mund, den man beim Essen hat. Das ist so wabbelig, glitschig irgendwie Ja, wenn sie so. viel Und Kollagen crisp. haben, dann hat das halt eine ganz besondere, ne? Ja. Nur quasi wie Algen, nur viel fester und glibberiger. Ja, aber im letzten Moment auch crispy, also so irgendwie knackig. Wahrscheinlich, wenn du das zuerst mal so zusammengedrückt hast, soweit es geht, und dann das letzte, dann ist es ja, die Dichte hat zugenommen, dann knackst du da so durch oder so. Ja. Oh, darf ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, also Seegurken sind, glaube ich, nicht lecker und Seegurken sind auch nicht empfehlenswert. Die sind krass überfischt. So. Und die sind aber traditionell seit der Ming-Dynastie bei den Chinesen total beliebt. Und die Indonesier von Sulawesi, da hatte ich auch ein Bild von so einem Schiff. Das ist das mit M. Das hier, Ja, da, ja. genau. Mit solchen Schiffen sind die von Sulawesi, das ist ja oberhalb von Australien, das Teil von Indonesien, sind sie immer mit dem Monsunwind im Dezember an die nordaustralische Küste gesegelt, um dort sich Seegurken zu besorgen. In der Bucht zwischen Darwin, das ist so eine sehr gute Seegurkenlage. Und dann haben die da die Seegurken aus dem Meer geholt und haben den damals noch Indigenen, der indigenen Bevölkerung, die eigene Sprache mit beigebracht. Also die Aborigines aus der Gegend, die haben diese Sprache dieser Fischer mit angenommen. Und es Woher gibt da kamen die noch mal? aus Indonesien, Ach aus so, Sulawesi, okay. von Sulawesi. Und es gibt da Steinmalerei, die darauf hindeutet, dass schon seit dem 15. Jahrhundert Handels Beziehungen. Ich glaube nicht, dass die Aborigines da groß irgendwas gehandelt haben, aber die sind dann in Kontakt gekommen mit den Fischern, die dort rübergefahren sind und dann auch immer ihren Tabak dabei hatten und so Sachen, die es in Australien gar nicht gab. Und die haben sich da dann aber monatelang aufgehalten, 4 Monate, bis die Winde wieder drehten und sie ihre Seegurken verarbeitet hatten. Die wurden da in eigenen Fabriken zubereitet, also ausgenommen, gekocht, gesalzen, getrocknet. Okay. Und man kann wohl noch, ich war da auf der Ecke so noch nicht, ich wusste das auch gar nicht, man kann da wohl noch so alte Fabrikenreste besuchen. Jetzt, Okay. heutzutage. Also Ja. irgendwas müssen Seegurken dann ja haben, auch wenn, also dann das Texturerlebnis ist wahrscheinlich der Schlüssel. Ja, und die haben das seit der Ming-Dynastie benutzt. Also das ist so ein elitäres Essen auch früher Okay, ja. gewesen. Für den Kaiser und für besondere Anlässe und als stärkendes Essen in der chinesischen Medizin. Ja, so. Ja, Das die heißt, Seegurke. ich fasse jetzt mal zusammen, ja? Ja, Die bin gespannt. Seegurke hat in Japan ein eigenes Seegurken-Haiku-Genre,
Sie hat keine Augen, sie atmet mit dem Hintern, sie frisst mit den Füßen, manche haben Analzähne, es gibt kein richtiges oben oder unten, sie fressen im Prinzip Müll, sie haben kein Gehirn, manchmal wohnen Fische oder Krebse in ihrem Hintern, sie können zerschnitten werden und wachsen dann zu zwei vollständigen Seegurken weiter. Sie haben kein richtiges Skelett und sie funktionieren hydraulisch. Ja, manche haben noch diese Punktaugen an den, am Ende der Tentakelfüße. Ja, im Prinzip ist das so. Ja. Oh, und Indien hat das erste Seegurkenreservat letztes Jahr ausgerufen, weil Oh. Seegurken so überfischt sind. Okay. Rettet die Seegurke. Rettet die Seegurke. Richtig. Oh Mann, ja, danke. Das war unglaublich viel Inhalt von und mit Seegurken. Ich würde sagen, nach so viel Fischgemüsekram, Seegurke, Fischgemüse. machen wir mal ein Päuschen und danach machen wir ein kleines Experiment. Oh ja, und dein krasses Thema, was Ja, du aber ja vorhin schon genau, angeteasert hast. genau, es geht um Entsalzungsanlagen, weil Julia mehrfach gefragt wurde, wie sieht denn das aus mit Meerwasserentsalzungsanlagen, warum wird das nicht häufiger gemacht? Und habe ich eben schon gespoilert, es wird sehr, sehr häufig gemacht. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Meerwasserentsalzungsanlagen verzehnfacht auf der Welt. Aber wie das alles funktioniert, was dahinter steckt und was man physikalisch dafür braucht, das machen wir auch nach der Pause. Und wir machen auch ein Experiment, was mit Salz zu tun hat, aber nicht unbedingt mit Entsalzung. Ja. Quasi, wir machen ein Experiment, was das Gegenteil von Entsalzung enthält. Nein, Oh. nein. Naja, Anders. ja, anders. Okay, aber du hast deine Fortbildung zum Entsalzungsfachmann auf jeden Fall. Nein, es war auch keine Fortbildung. Ich hab ein paar Bilder dabei und ich hoffe, dass ich das meiste erklärt kriege. Alles Ich klar. hoffe das auch. Ich habe nämlich keinen Plan. Ich werde alles Mögliche richtig doof fragen. Das kann, oder der Dugong fragt. Ja, Ha! der Dugong kann fragen, du kannst fragen, ihr im Chat könnt total gerne fragen. Ich will nicht versprechen, dass ich das dann weiß. Ich muss ein paar Sachen noch Ha. organisieren. Alles klar. Okay. Dann kurze Pause, danach gibt's Experiment und dann gibt's Entsalzungsanlagen. Also. Bis gleich. Bis gleich.